Willkommen zu etwas, was ich eigentlich nie vorhatte. Ich werde die Extra-Stage zeigen. Aber ihr sagt es noch schon weg im Cheat-Modus. Ja, es gibt mittlerweile einen Cheat-Modus, der dafür sorgt, dass man unendlich Leben hat, den Spiel ist bisher in diesem Teil sogar noch immer maximale Feuerkraft und beim Toten Death kommt man sofort, also man kann quasi nicht mal versagen. Zum Beispiel. Es gibt, es soll wohl noch irgendwie möglich sein, das Death-Bomben zu nutzen, die abzustellen, aber ich bin zu viel dafür. Weil der Cheat-Modus hat nämlich noch keine Benutzeroberfläche und deshalb, kann man das noch nicht so sehr einstellen. Man kann zwar gewissermaßen über die Config-Datei, aber das ist ziemlich, und das finde ich zu blöd. Ich habe schon auf euch gewartet. Ihr habt ganz schön Nerven. Es geht wieder nicht so schnell wieder. Also ich habe schon einmal eine Aufnahme versucht mit der Extra Stage. Ich habe es tatsächlich sogar bis Moku geschafft. Leider habe ich die Aufnahme, weil ich die irgendwie schlecht fand, gelöscht. Da gibt es einfach nichts mehr. Habe ich mich dann kurz das nur durchgebrochen. Ah ja, und was man oben seit der Highscore, das ist quasi der Shame Counter, also man zeigt dann, wie oft man hierbei gestorben ist. Was sollte da auch schon gerade eben zugegeben, die Feen heute Nacht machen unbedingt viel Radau. Der Mond heute Nacht scheint übermäßig stark. So ist es. Ich verwirre mich, wenn die Viecher heute alle so unruhig sind. Sogar die größten Volltrottel kommen heute nach dem Gestrüpp raus, was? Wer? Na du natürlich! Wer du bist, will ich wissen, nicht wer hier der Volltrottel ist. Du gibst also zu, dass du ein Volltrottel bist? Ich bin nur ein Mensch, der hier schon recht lange wohnt. Ein Volltrottel bin ich deswegen aber nicht. Ein Mensch? Na sowas. Weil ich gehört hier ja der Bombuswald hier oder sowas ähnliches. Also was wollt ihr bei dem Volltrottel hier? Eine Mutprobe. Wir wollen alles Mögliche probieren. Mut und Leber und Galle. Nochmal bitte, eine Mutprobe? Ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Seit wann ist die Menschheit denn so komplett vertrottelt? Ihr schlagt euch zu später Stunde hier raus, ausgerechnet unter diesen Wahnsinnsmond, wo sich tonnenweise Yokai-Viecher herumtreiben. Nur um eine Mutprobe zu machen? Frisch, schon fast an der Wunder, dass euch noch kein Yokai gekallt. Ernsthaft, eine Mutprobe?
Wenn ihr hier krepiert, dann gehen euch die Yokai gleich an die Leber. Die kann man ja gar nicht mal auf. Die kann ja gar nicht mal aufhören zu klappern. Raimu, sprich doch mal an Machtwort. Naja, also die Idee mit der Mundgrube kam von Kaguya. Sie hatte gesagt, geh doch mal los und so darum. Ich hoffe, ich habe mich gerade gehört. Ah, hast du Kaguya gesagt? Habe ich das? Ich hab's genau gehört. Kaguya, hast du gesagt. Ich hab's gewusst, die Sache mit der Mutprobe kam mir doch gleich verdächtig vor. So eine Idee kann nur von ihr kommen. Sonklar, sie hat euch dazu angestellt, damit ihr mich aus dem Verkehr zieht, oder? So macht sie immer und immer wieder. Sie kann einfach nicht aufhören, mich zu beseitigen. Dabei hat sie doch selber Schuld an meinem lästigen Körper, verdammt nochmal. Was soll das nur? Warum ziehst du hier ganz allein so eine Show ab? Na, siehst du, sowas solltest du ausnutzen. Sonst bist du gleich wieder im Nachteil. Ha, dann will ich euch mal sehen, was Kagujas Laufbuschen hier so taugen. Wenn sie euch schon auf meinen Hals setzt, dann habt ihr wohl mehr drauf als Kaguya selbst. Ganz schön starke Schöne. Glaubst du, ein tapferes Menschlein wie du kannst einen Yokai wie mir das Wasser reichen? Das erkenne ich nur drei von deiner Sorte. Also mit Menschen lege ich mich eigentlich nicht so gerne an. Was sagst du denn da? Vor Marissa hast du dich nicht so gescheut. Glaubt ja nicht, dass ihr hier mit einem normalen Menschen zu tun habt. Ich kann nämlich nicht krepieren. Bei mir ist der Tod völlig ausgeschlossen. Nur wegen dieser dämlichen Kaguya. Egal, wie oft sie versucht, mich um die Ecke zu bringen, ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Das weiß sie auch genau und dennoch hetzt sie mir ihre Laufburschen hinterher. Was halte ich nicht mal aus. Siehst du, Raimu, schon wieder eine Chance verpasst. Ich glaube hier nicht wirklich um, was das hier geht. Also wenn sie nicht sterben kann, heißt das doch, wir dürfen uns nach Herzenslust an ihr austoben, oder? Richtig, so in etwa. Nur ihre Unsterblichkeitsgefase klingt mir nach reiner Überheblichkeit. Wenn du nicht mit aller Kraft kämpfen willst, dann heißt das Game Over für dein Spiel des Lebens. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Deine Einwegkarte ins Spätnachtzug gilt hier und jetzt. Ich fülle euch euren Wunsch und habe mich nun an euren ganzen Mut. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das, glaube ich, bis zum zweiten Weltcup geschafft. Ah ja, genau. Eine Sache voll. Oh, da war das noch. Jedenfalls zieht sein extra Stage vor uns. Somit gegen Bomben im Mund. Okay, ich hab's, glaube ich, damals in dem Moment bis der erste Spellcard geschafft. Das Ganze mit, glaube ich, irgendwie die Leben ausgegangen oder so. So. Schaffe ich. Okay.
Ey, egal, ich hab das Goldcard geschafft. Welchen Wunder. Oh, ich bin aber immer noch scheiße. Du Scheiße, dass er noch auf dem Laser dachte. Warte mal. Hätte ich ihn ja gar nicht gesehen. Ja, alles klar, also. Warte mal. Ey. Was? So ein Kick, ey. Was ist denn der Scheiße? Okay, was hier denn? Der ist wieder. Okay. Oh Gott. Das sieht nach neu aus. Ruhe, Riese, Ruhe. Okay.
keine Ahnung. Ihr seht schon, ich werde niemals hinbekommen, eine extra Stage. Oh, ah, nicht allen Wege zu lösen. Was zur Hölle? So was Starkes gehört verboten. Guck dir das an. Die lebt ja immer noch. Die kann ja wirklich nicht sterben. Bin selbst völlig baff. Dabei stand sie doch so kurz vor dem Tod. Aua, aua. Kapieren kann ich nicht, aber es tut trotzdem höllisch weh. Remo, diese Dame ist hochinteressant. Also hochinteressant finde ich das nicht so, wenn sich jemand in Schmerzen quält. Wenn ihr schon so höllisch stark seid, dann falten wir bis auf die Mutprobe. Meinst du, dabei gibt es so viele Dinge, die mir Angst machen. Zum Beispiel Manju? Oh ja. Manju sehen aus wie riesige Insekteneier. Und was da für wildes Zeug drin ist. Manju sind sowas von eklig. Na, wie dem auch sei. Sind wir hier fertig mit der Mutprobe? Jetzt wo du davon sprichst, wir haben nämlich noch gar keine Leber probiert. Ja? Zum Beispiel haben wir hier, ihre Leber steckt voller Mumm. Raimu, stützt dir den Bauch auf und probier mal davon. Ich kann zwar nicht krepieren, aber sowas ist wirklich eklig. Romil Alvitz, sollte ich mir sowas antun? Ich bin noch kein Yokai. Ganz einfach, wenn du die Leber von einem unsterblichen Menschen isst, bist du damit selber unsterblich. Besten Dank, aber ich möchte ganz gerne ein Mensch bleiben. Och, du bist du fies. So, das heißt, ich bin aber kein, dass ich kein Mensch bin? Bist du denn wirklich ein Mensch? Ich bin mir da eben nicht so sicher. Okay, was in Gensokyo kann man nie genau sagen, was wirklich menschlich ist und was nicht. So macht es heutzutage keinen großen Unterschied, dass die, wenn das Gefäß der Seele was anderes aussieht. Nur die Pflicht einer Hakura ist es nun mal das Auslöschen von Yokai. Ob wir hier wohl von Diskriminierung sprechen? Na gut, vergiss es, Yokai gehören ausgelöscht. Menschen löschen sie aus. An dieser Abmachung wird nicht herumgerüttelt. Drum lösche ich weiterhin alle Yokai aus. Schön gesagt. Ja. So. 48 Mal bin ich gestorben. Ja. So, das müssen, können wir leider nicht so nennen. Moment. Okay, nein. Warte, wie konnte man nochmal... Gab's hier keinen Weg? Moment. Können wir irgendwie die Position davon aussehen, oder? Ach, scheiß drauf. Ja. 50 Bomben, 48 verlorene Leben. Ja, danke. Ein Spellcard-Bonus. Yay. Nein. So denn, das war's nun endlich mit Tor 8. Tschüss.